Hallo! Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! Schön, euch alle hier zu sehen! Das ist so geil! Mal wieder richtig ein paar Leute auf der Straße, die Sonne scheint! Und es ist Hot Pride in Berlin! Und ihr seid alle da! So geil! Wir sind so geil! Mensch, als Kind, was wir hier heute miterleben durften, die Polizei mal wieder voll gegen die armen Kranken, ne? Gibt ja nichts anderes zu tun in Berlin, als den noch irgendwie am Hanftag. Einmal im Jahr, ne, muss ich denen noch das Gesetz umdrehen, damit die irgendwie offiziell gar nicht ihre Medizin nehmen können. Sag mal, wie krank darf man dann hier sein? Ist das die Reichshauptstadt oder was? Das geht doch ab, der Körner. Habt ihr gesehen, wie die Polizei hier die Leute durchsucht hat, an den Seiten und so? Von daher, alle meine Kifferfreunde, Brüder und Schwestern, lasst es vorsichtig angehen. Die warten nur darauf, euren Namen in ihrem Buch zu haben. Dann läuft die Maschine wieder weiter, weißt du? Also bleibt dran, Augen offen, warnt euren Kollegen. So geht es nämlich nicht. Nur wenn wir zusammenstehen, können wir hier was verändern. Und deswegen ist es super geil, dass ihr heute alle da seid. Und Gott ist auch auf unserer Seite. Ich komme, wie gesagt, von so einer komischen Insel, die heißt Australien, und habe eine eigene Insel gemacht, kreiert. Aber bevor ich das alles erzähle, wollte ich erst mal sagen, für mich der Held des Tages, des Jahres und der letzten vielen Jahre ist mein guter Freund Stefan, der Mann mit den langen rosanen Haaren, was der hier aufgezogen hat, letzten 100 Tage. 100 Tage! Nicht gekippt, weil er mit dem Panamobil rumfährt. Oh, ich bin alle mal hierher kommen müssen und mal ein bisschen, ne, Farbe bekennen, Gesicht zeigen und sagen, hey, ich bin kein Krimineller, nur weil ich einen besseren Geschmack habe, als irgendwie mich dumm und dämlich zu saufen. Steffen, du bist mein Held. Große Dankbarkeit an dich. 100 Tage durch Deutschland getourt. Dann möchte ich auch noch gleich meine neuen Freunde, die ich damals bei Steffen an seinem Kanamobil in Hamburg kennengelernt habe, danken, dass sie wirklich hergekommen sind, was wir nämlich gesagt hatten, dass wir herkommen wollten, um das hier zu unterstützen, damit wir mal bald irgendwie vernünftige Gesetze kriegen in diesem Scheißland. Da wollte ich sagen, super, hommel, hommel, ihr Hamburger, dass ihr hergekommen seid. Wie gesagt, ich komme aus Australien, das ist ein bisschen weiter weg, wir haben da so eine Insel, Nimbin, da kann man mal nachgucken, Nimbin bei YouTube, Google, irgendwo, irgendwas. Wir machen da so eine Mardi Gras. 20 Jahre dieses Jahr, wir haben vor 20 Jahren die Hanfbotschaft da erfunden, weil da waren, glaube ich, gerade bei euch, kurz bevor die Mauer fiel, irgendwelche Leute aus Ostdeutschland, ich glaube, die Tschechoslowakei ins deutsche Konsulat irgendwie geflohen. Und ich glaube, war es Genscher oder Kohl, der dann da hinkam und sagte, ihr dürft alle nach Hause kommen, nach Deutschland. Ne? Das war der Moment, wo wir gelernt haben in Australien, dass ja so eine Botschaft irgendwie auch Asyl geben kann. Da haben wir gesagt, dann machen wir die Hanfbotschaft auf in Australien, damit geben wir der Cannabispflanze Asyl bei uns zu Hause. Weil wir haben natürlich dreimal im Jahr mindestens haben wir die Hubschrauber da. Das sind so ein bisschen kalifornische Verhältnisse. Das ist 900 Kilometer nördlich von Sydney an der Ostküste. Byron Bay kennt fast jeder, war schon die Hälfte der Leute hier bestimmt da. Und wir sind einfach 50 Kilometer landeinwärts von da. Und wir sind so ein bisschen Hippie-Alternativkultur, kleine Ecke da, mit 10.000 Leuten, die in den Bergen wohnen und gutes Zeug anbauen, muss ich mal sagen, ja. Und deswegen irgendwie machen wir jetzt da die Mardi Gras. Dazu laden wir unheimlich viele Leute international ein, Kranke und alles Mögliche, die dann unserer Regierung in Australien zeigen sollen, was in anderen Ländern möglich ist. Wie zum Beispiel vor 3 Jahren eine Frau aus Kanada, die darf jetzt, wenn sie in ihrem Land rumreist, Kanada, ich sehe die Fahne, das ist doch die Fahne meines Herzens, eine von den befreiten Kolonien. Ne? Und jetzt mit der Fahne, mit den Hanfblättern da drin, super geil. Auf jeden Fall, die Frau darf 1 Kilo mit sich rumführen, wenn sie in Kanada irgendwie rumreist, weil sie hat so schwere Migräne. Müssen wir mal reintun, was der Mann heute Mittag gesagt hat, ne? Wir müssen das alles selber beantragen. Und deswegen ist es so eine Sauerei von der Polizei Berlin, den Leuten, die diesen ganzen scheiß langen bürokratischen Weg gemacht haben, um dann endlich ihre selbstgewählte Medizin zu benutzen, ne, denen das heute hier an diesem Tag zu verbieten, ist das allerletzte. Und ich hoffe, das wird auch irgendwie ein bisschen größeres Nachspiel haben. Auf jeden Fall. Bei uns haben wir dann irgendwann die Hanf-Mardi-Gras erfunden. Die heißt einfach Mardi-Gras mit Doppel-S. Kann man auch googeln.
auf YouTube. Und dann haben wir die Hamburg-Olympiade erfunden, weil wir in den ersten Jahren so viele Leute da hatten und die standen alle so stoned irgendwie immer auf der einzigen Straße, die durchs Dorf führt, im Wege, dass wir irgendwie gedacht haben, wir müssen jetzt irgendwas erfinden, damit die Leute alle ein bisschen mehr beschäftigt sind. Stone, ein bisschen gucken, oh, guck mal da, dann macht er einen Drehwetterer, Joint-Drehwetterer, da haben wir da 3 bis 4 verschiedene, einmal den künstlerischen, 10 Minuten, dann den mit verbundenen Augen, dann den auf Schnelligkeit. Ne, das ist so, der Rekord ist dort bei 11,976 Periode Sekunde im Moment. Das ist 3 Blatt mit Filter und muss funktionieren. Und dann gibt es auch die unter erschwerten Bedingungen. Da laufen dann Leute um mich rum mit so Wasserspritzpistolen, mit so Föhn und irgendwie. Ne, einfach, dass ein bisschen Wind entsteht. Du drehst so um die Ecke ab und so weiter. Dann haben wir den Bombenweitwurf erfunden, damit ein bisschen Spaß aufkommt. Ne? Einfach so mit den Bomben und dann freeze the week! Genau so machen wir das da. Und dann haben wir natürlich den eisernen Anbauer erfunden. Das heißt, du läufst dann mit so einem Sack, 30 Kilo, durch die Gegend etc., um zu zeigen, was wir alles machen. Weil wir sind ja so schreckliche Menschen, so kriminell. Kann ich nur sagen, alles schöne Scheiße. Ich muss jetzt hier abbrechen schon wieder, weil wir laufen natürlich immer hinterher. Das ist ja der Blues des Kiffers in sich selber, die Zeit so ein bisschen langsamer machen. Wollten wir noch mal erwähnen, dass wir ganz erfolgreiche Sachen gerade letztens gemacht haben. In den letzten 2 Jahren haben wir einen Mann, der heißt Tony Bauer und der hat die Mulloway Medical Cannabis Company gegründet, könnt ihr auch googeln. Und da würdet ihr sehen, was der Mann irgendwie durchgemacht hat, nur um Leuten, die irgendwie Krebs, Leukämie, alles Mögliche haben, die Medizin zuzuführen für umsonst. Der macht seit 2 Jahren umsonst die Medizin frei, damit die Leute irgendwie besser leben und wieder zum Leben kommen. Es gibt so viel, was wir noch gar nicht über Cannabis wissen, weil es ist ja immer irgendwie in die Ecke gedrückt worden, es ist kriminell etc. Von daher, Mulloway Medical Cannabis oder guckt uns einfach nach. Das heißt im Englischen Hemp Embassy. Hemp Embassy, nimm den Hemp Embassy, checkt uns aus. Wir sind auch mal grob auf der ersten Seite drauf, weil wir gerade 20 Jahre gemacht haben. Und der Punkt, den ich sagen will, ist, es geht doch nur darum, wir können sie nur besiegen mit Kreativität, indem wir alle zusammenstehen und verrückte Ideen, verrückte Kostüme etc. etc. War so eine Freude, heute hier zu sein. Schönen Dank, bleibt dran, kämpft weiter, steht auf, legalize it!